Bei diesen Walen könnte es sich laut Forscher um das größte bisher unklassifizierte Tier der Welt handeln. Die Killerwale, die derzeit noch den Namen Typ D tragen, wurden erstmals 1955 in Neuseeland gesichtet. Doch erst jetzt konnte ein internationales Forscherteam einen Blick auf sie erhaschen und Hautproben nehmen, um endgültig zu beweisen, dass es sich tatsächlich um eine bisher unbekannte Art von Killerwalen handelt. Die Köpfe der Tiere sollen runder und ihre Rückenflossen spitzer sein. Außerdem haben sie einen kleinen weißen Fleck am Auge.